Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wenn alles dagegen spricht, sage Nein zu Zweifel. In Römer 4 lesen wir von Abraham. Und da steht im Vers 18, Abraham glaubte diesen Worten, obwohl alles dagegen sprach. Es geht um seinen Sohn Isaak, den Sarah noch mit 90 Jahren bekommen hat. Alles spricht dagegen, doch Gott lässt es geschehen. Ja, Gott lässt es geschehen und das nennen wir Wunder. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Liebe, das größte Erlebnis. Schick uns dein Gebetsanliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Liebe, das größte Erlebnis. Du sagst, was? Wirklich? Liebe, das größte Gebot, das kennen wir in der Bibel, Matthäus 22, 37. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Du sagst, noch eine Aufgabe. Ich habe so viele Aufgaben. Ich muss das, ich muss da, ich muss dort. Ja, ich muss. Ich sag dir, die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott und die Liebe, die Gott uns gibt, sollte unser Lebensstil sein. Dann ist es ganz einfach. Diese Liebe ist ansteckend, wo andere das wieder sehen. Und es ist wirklich das beste Angebot, das wir in der Bibel finden. Du sagst, nein, Heilung oder das oder jenes in der Bibel ist wichtig. Nein, die Liebe ist wirklich das Wichtigste, denn ohne Liebe hätte Gott uns Menschen schon lange irgendwo in das Weltall hinausgeschossen oder irgendwie sowas. Und ohne Liebe wäre Jesus nicht für uns ans Kreuz gegangen. Aber es ist nicht nur die Liebe von der Seite vom Himmel, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sondern diese Liebe darf in uns wohnen. Und mit dieser Liebe dürfen wir unterwegs sein. Und das ist wirklich das größte Erlebnis. Durch diese Liebe darfst du vergeben. Ist schwierig. Manchmal sehr schwierig, aber durch diese Liebe bekommst du die Kraft zu vergeben, auch wenn du im Recht bist. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du aus lauter Liebe für uns ans Kreuz gingst. Vater im Himmel, danke, aus lauter Liebe hast du uns geschaffen und aus lauter Liebe tust du uns nicht verwerfen, sondern bist immer offen, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen und Herr, von dir das bekommen, was wir brauchen. Danke, Herr. Amen. Amen. Auch heute wollen wir wieder für Menschen beten und ein Gebetsanliegen wegen einer chronischen Erkrankung erreichte uns. Liebe Isolde, lieber Daniel, bitte betet für meine chronische Blasenentzündung, damit ich kein Antibiotika nehmen muss, welches ich mit dem Darm nicht vertrage. Möchte auch nicht ins Krankenhaus, denn ich vertraue auf unseren Herrn, der mir helfen kann. Vielen Dank und Grüße. Und das ist doch wunderbar, wenn wir auf den Herrn vertrauen. Das ist die richtige Voraussetzung. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst mit dieser Darmentzündung, mit dieser chronischen und auch einfach die Probleme, die Blasenentzündung und der Darm. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass diese Blase wieder vollkommen in Ordnung ist, dass diese Entzündung weggeht, entmachtet ist durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, dass auch der Darm wieder in Ordnung ist. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du ein Gott bist, der heilt und der hilft. Und wir danken dir jetzt schon für dein Eingreifen. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihren Mann um Gebet. Ich möchte euch bitten, für meinen Mann zu beten. Ihr habt mir schon oft mit euren Gebeten geholfen. Mein Mann hat seit einiger Zeit starke Schulterschmerzen. Hinzu kommen schmerzende Ohren, Kiefer und Kopfschmerzen. Die Krankengymnastik hat bisher nicht viel gebracht. Liebes Gebetsteam, bitte nehmt ihn in euer Gebetsanliegen mit auf. Vielen Dank. Und das wollen wir gerne tun. Danke, Jesus, dass du auch diesen Mann kennst, der so angefochten ist mit
mit Schulter und Ohren und Kiefer und Kopfschmerzen und was alles. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass diese Schmerzen aufhören, dass sie entmachtet sind durch das Blut Jesu. Und wir danken dir einfach für vollkommene Heilung, für ein Durchströmen mit deiner Heilungskraft. Und ich danke dir, dass er wirklich spüren darf, dass du mit ihm bist, dass du eingreifst, dass du ein Gott bist, der hilft und der heilt. Und wir danken dir dafür. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Ich hatte im März einen Schlaganfall. Seither ist meine linke Hand gelähmt. Dadurch wurde die rechte Hand überbeansprucht und ich musste operiert werden. Jetzt funktionieren beide Hände nicht. Daraufhin bekam ich Depressionen und habe Angst vor meiner Zukunft. Ich bete, dass ich geheilt werde und mein altes Leben wiederhergestellt wird. Ja, genau, das wollen wir jetzt tun. Danke, Herr, dass wir uns eins machen, Herr, mit dieser Person. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wirklich Neues in diese Hände hineinkommt, neue Kraft und dass jegliche Lähmung verschwindet, dass wieder, Herr, wir wieder Funktionalität in die Nervenbahnen, Herr, der gelähmten Hand hineinrufen dürfen. Und ich danke dir dafür, Herr, deine göttliche Normalität in den beiden Händen und wieder ein fröhliches Dasein dieser Person. Danke, Herr, von Herzen. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihren Mann um Gebet wegen einer Herzerkrankung. Sie schreibt, bitte betet für meinen Mann. Er liegt im Krankenhaus mit Herzmuskelentzündung. Bitte betet um schnelle Heilung seines Herzens und dass keine Schäden am Herzen bleiben. Vielen Dank. Ja, genau das wollen wir beten, Herr. Keine Schäden im Herzen, sondern, Herr, wie es heißt, Herr, schenke du ein neues Herz. Herr, so oft ist das geistig gemeint, aber Herr, hier wirklich auch fleischlich. Herr, ein neues Herz, Herr. Herr, dass wirklich die Entzündung nichts zerstört, sondern dass das Herz richtig stark nach der Genesung ist. Danke, Herr. Amen. Amen. Und drei Zeugnisse habe ich uns mitgebracht. Und wir freuen uns mit diesen Personen, wie wunderbares Gott doch tut. Von Gottes wunderbaren Eingreifen in einer Gebetsnacht berichtet uns eine Frau. Ich habe zum ersten Mal eine Gebetsnacht bei Ihnen erlebt. Sie hat mich tief berührt und mir Hoffnung gegeben. Unter anderem hatte ich die Diagnose Leberzirrhose und die Blutwerte waren nicht gut. Diese Diagnose habe ich direkt an Gott abgegeben und bei Ihnen um Gebetsunterstützung gebeten. In der Gebetsnacht habe ich alles noch einmal ans Kreuz gelegt. Nun, 8 Wochen später, geht es mir körperlich viel besser und die Blutwerte sind fast in Ordnung. Ein MRT wurde noch nicht gemacht, aber ich bin guter Dinge und vertraue auf Gottes Wirken. Danke für Ihr Gebet und die kraftvollen Briefe. Danke unserem himmlischen Vater und Jesus für diese große Hilfe. Und das, was Gott begonnen hat, das führt er auch zu Ende. Von Sucht befreit, Gebet für einen Neffen wurde erhört. Ich möchte mich ganz herzlich für alle Gebete für unsere Neffen bedanken. Vor circa 3 Wochen wurde er aus der Klinik entlassen. Jetzt lebt er im betreuten Wohnen für Suchtkranke mit einer begleitenden Therapie. Da er Nebenwirkungen hatte, setzte er eigenmächtig die Depotspritze ab. Nun sind schon 14 Tage vergangen und er hat keine Beschwerden. Ein großes Wunder. Sehr bald nach seiner Entlassung bekam er auch einen Job bei der Post, damit er auch seine Schulden bezahlen kann. Danke, vielen Dank für alle Gebete. Wie wunderbar, wie Gott doch alles führt. Und Gott kümmert sich auch um einen Hausverkauf, wenn wir es ihm geben im Gebet. Und da schreibt uns jemand, aus gesundheitlichen Gründen ging unsere Mutter in ein Pflegeheim. Wir mussten ihr Wohnhaus zum Verkauf ausschreiben. Aus verschiedenen Gründen ging es einfach nicht weg.
So bat ich sie um Gebetsunterstützung. Siehe da, innerhalb einer guten Woche meldete sich die Gemeinde und zeigte ihr Interesse. Der Notartermin ist heute. Wir freuen uns sehr darüber und danken Jesus von ganzem Herzen und Ihnen für das Gebet. Ja, und Gott kümmert sich wirklich um alles. Ja, wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Das ist das Wunderbare, mit ganz unscheinbaren Dingen, mit großen Dingen und den unmöglichen Dingen. Das ist wunderbar. Hast auch du etwas erlebt? Und sei es noch so eine Kleinigkeit, lass es uns wissen. Wir würden es gerne vorlesen. Ja, Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist ein Ausspruch, über den wir nicht mehr nachdenken, weil wir ihn so oft gehört haben. Aber lass es dir mal wirklich auf der Zunge vergehen. Gott lieben von ganzem Herzen. Nicht nur Gott lieben mit dem Herzen, sondern von ganzem Herzen. Denk mal darüber nach. Du darfst uns gerne dein Gebetsanliegen schicken, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet und auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Ja, wir haben nächsten Monat die Heilungstage und da möchten wir dich schon jetzt recht herzlich einladen. Am Samstag sind die Heilungstage nicht online, sondern nur vor Ort und man muss sich da anmelden. Und das ist der 18. und 19. März, wo wir die Heilungstage hier in der Christuskathedrale haben. Sei recht herzlich willkommen. Wir freuen uns auf dich und verabschieden uns für heute. Alles Gute, Gott segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.